Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Halls of Torment. Ich möchte heute mal ein bisschen mit der Archer spielen. Einfach als Vorreiter für diese Agonie, war das richtig? Genau, für die Agonie. Weil mit der Archer ging es irgendwie doch am besten voran, ne? Forgotten. Was ist das da? Any Revert Kill 30.000. Gargoyles. Achso, das sind die Map-Dinger. Frozen Depth. Was müssen wir hier? Kill Creature Made of Ice. Ah, da müssen wir noch ein paar Runden die Map spielen. Kill 10.000 Beasts. Da haben wir schon die Hälfte. Alles klar. Was haben wir hier? Mark of the Sword. Reach Agony Level 3. Genau, mit dem Krieger. Mit unserer Prinzessin müssen wir halt noch zwei machen, aber 3000 Schritte kriegen wir locker hin. Und dann Agonie Level 3. Mal gucken, wie man das denn jetzt freischaltet. Warte mal, noch mal ganz kurz. Reach Agonie 3 on the Haunted Caverns. Welche Map? Haunted Caverns, oh. Die erste Map. Dann versuchen wir es doch mal. Wir haben hier noch ein bisschen Kohle. Genau, da sollten wir vielleicht noch mal kurz gucken, ob es hier noch irgendwas zum Upgraden gibt. Bis auf Revives. Einen zweiten. Wollen wir uns noch mal vielleicht hier kurz erkundigen, was er hier so alles hat? Nö. Für unsere Archer auch nichts Relevantes. Deswegen würde ich sagen, hier nochmal kurz rüber. Defense und Healed. Oder Block Strength und Healed. Ich bin mir gar nicht so sicher, was bei ihr da, Multistrike auf jeden Fall, was bei ihr denn da so mehr bringt. Movement Speed. Helps your location increase for new Potions by showing the direction to the closed. Ja, okay. Amulette macht nichts anderes Sinn als das Jade-Amulett momentan. Weil einfach total OP. Minus 0,5% XP Gain every level. Ach so. Das heißt, nach 60 Level bringt das Ding gar nichts mehr? Okay, XP gain cannot be get below 0%. Ja, aber das heißt, nach 59 Level kriegen wir nur noch 0,5% mehr EP oder was? Denn macht das ja doch gar nicht so Sinn. So viel Sinn, ne? Wenn man nur die ersten 59 Level und sowieso, wenn es nachher nur noch 15% sind, dann ist ja Wayne. Ist ja total vernachlässigbar. Das hatte ich noch nicht gelesen gehabt. Minus 0,5% Gain every level. Da sollten wir uns vielleicht, also ja, dann macht das ja doch gar nicht mehr so viel Sinn, ne? Helps your location increased for new potions by showing the direction to the closest herbs. Plus 10% Movement Speed. Ich nehme das Ding. Damit können wir dann wenigstens dieses Gedöns hier finden. Ja, Mann. Dann let's go. Probieren wir es aus. Ne? Sind ja noch nicht alle Spielmechaniken. Hoffe ich. So. Ja. Geht los. Ein Momentchen kurz. Die Kleine übernachtet bei den Großeltern und ruft genau zu dem Zeitpunkt an, wo ich anfange aufzunehmen. Na gut, dann legen wir gleich mal los. Archer immer sehr gut auf Crit Chunks. Und was nehmen wir? Wir wollen ja keine... Wisst ihr was? Aha. Discard all. Kann ich das hier abbrechen? Ja, was passiert dann? Nichts, okay.
Dann zurück zum Camp. Wir brauchen irgendwas Geileres, würde ich mal sagen. Sowas wie Drake's Fiction oder wie das heißt. Phantomnadeln sind bei der Archer auch ganz lustig. Aber wir machen einmal ganz kurz. So lange, bis es vernünftig aussieht. Weil ganz ehrlich, wenn man was startet, dann sollte es wenigstens so laufen, wie man es gerne hat. Also nichts da, was wir gerne möchten. Zack, zack, zack. Agonie ist noch an. Na? Hm. Ja, komm. Das ist halt so ein bisschen lästig. Halte mal dieses Zufallsprinzip. Ah, Transfiction. Da haben wir es ja. Sehr schön. Genau das, was wir gesucht haben. Sehr schön. Auch Crit-Chance gleich noch ein bisschen erhöht. Ja, mir fehlt einfach dieser Dash. Dass man so irgendwie mal dashen kann, ne? Attack Speed ist mal schön. Wenn nachher wie so eine kleine Maschinengewehr anfangen zu ballern. Jetzt gibt es natürlich nichts anderes als Damage. Das wäre auch nicht schlecht. Ah, erstmal ein bisschen Schaden. Unser Grundschaden kann auch ein bisschen mehr verkraften. Also, let's go. Was nehmen wir? Pickup Range. Okay. Jupp, Pickup Range ist auch ganz gut mit der Archer. Kann man gleich von Anfang an skillen. Ja, seit sie hier ihre Multishot gekriegt hat, geht sie ja richtig ab. Multi-Hit. Attack Speed. Range. Ah, nehmen wir mal was anderes. Vielleicht mal was nicht auf die Hauptwaffe skillt. Los. Mit Viech wollen wir. Da kriegen wir nicht down. Oh doch, wir haben es down gekriegt. Sehr schön. Hoppala. Schaden ist sehr gut. Aber wir sind Base Force. Force improves all attacks and abilities in different ways. Usually in increases stats like duration, piercing, knockback and others. Piercings. Okay, das ist jetzt halt auf die Hauptwaffe ein bisschen erhöhtes Piercing. Das ist okay. Ah, guck mal, da ist ein Kraut und mein Armbändchen hat es mir gar nicht gezeigt. Oder ich habe es nicht gesehen. Ja, machen wir für alles ein bisschen Crit. Weil das hatten wir noch nicht. Kommt schon. Ich habe doch sowieso keine Chance. Aber kommt trotzdem ruhig alle auf einmal. Das ist sehr schön. Zack. Und jetzt schalten wir quasi Agonie 1 frei, wenn wir jetzt den Boss besiegen, oder wie? Das ist doch der schlimmste Boss, ne? Der erste Boss von der ersten Map, meine ich. Boss macht bei allem Piercing und das ganze Gedöns, ne? Ja, machen wir. Machen wir. Ist okay. Tun wir das. Was für ein Piercing haben wir denn jetzt mit unserer Waffe eigentlich? Durch Force haben wir jetzt 6. Weapon Proficiency. Proficiency Trait. Shrine of Flashing und Channeling Trait. Pickup. Jetzt gibt es aber kein Piercing mehr. 1. Wir haben 6. 50% Crit. Chance haben wir schon. Das ist einfach nur ziemlich nice. Mit der Archer kommt man sehr schnell auf die 50%.
So. Ein bisschen Pickup-Range könnten wir gebrauchen. Ja. Oh, yes. Aber natürlich, Crit-Chance ist immer vorzugsweise zu wählen. So. Wir könnten mal ein paar Levels auf Transfiction bekommen. Gerne. Oh, das ist sehr schön. Da kommt ein Boss. Aber wir dürfen das Item, was er uns gleich gibt, nicht einsammeln. Sehr schön. Das dürfen wir noch nicht einsammeln. Oh, was hat denn da auf uns geschossen? Ist das noch ein Boss? Sehr cool. Das muss dieses Agony mit sich bringen, ne? So ein. Oh ja, der hält auch ordentlich mehr aus. Den Standardboss haben wir ein bisschen öfters treffen müssen. Macht doch gut Bams, ne? Ja, ziemlich nice. Der gibt auch gut Gold. Ja, endlich! Das hier ist gut. Multi-Strike-Ability Area. Erstmal Effizienz, dann machen wir ein bisschen Multi-Strike und so. Klar. Erstmal ein paar Level auf Transfiction machen, bevor wir so eine Schriftrolle wieder einsammeln. So. Ah, ich sollte mal aufhören, hier wieder selber zu zielen. Ja. Schade. Kein weiteres Transfiction bekommen. Ja. Attack Speed könnten wir noch ein paar Level mal gebrauchen. Damit unser Transfiction ein bisschen schneller schießt. Movement Speed. Dann nehmen wir Pickup Range. Leveln wir auch schneller. So. Unsere 100.000 Meter erreicht. Sehr schön. 100.000 Schritte gelaufen. Ah. Leichtwellen. Attack Speed. Ja, sehr schön. Jetzt geht's los. Komm, noch ein Level, dann nehme ich das Ding ein. Noch ein Level auf Transfiction. Dann würde ich die Schriftrolle einsammeln. Bisher hat sich das halt bewährt gemacht, dass immer drei Level auf ein Dings drauf und dann so eine Schriftrolle einnehmen. Dann kriegt man auch das Upgrade dafür. Kann sein, dass das übelster Schwachsinn ist, was ich hier erzähle, aber ich möchte es jetzt nicht anders ausprobieren, weil dann ist der ganze Run schon wieder Murks. Multi-Hit, Main Weapon brauchen wir nicht. Dann nehmen wir halt nochmal Pickup Range. Kommen wir schneller Level auf. Oh, da kommen die ersten MPs. Ne? So. Good Chance. Für alles. Sehr schön. Als nächstes müssten ja die Schildskelette, also die Skelett-Heinis mit einem Schild kommen. Hm, nehmen wir das mal. Oh yes. Ein weiterer Gegner. Sehr geil. Ja, du spuckst deine Dinger irgendwie nicht so richtig, ne? Nicht auf uns oder so. Also EP geben sie gar keine. Die schmeißen tatsächlich nur einen Haufen Kohle raus. Auch nicht schlecht. Movement Speed. Ja, nehmen wir. Unsere Archer lebt davon. Sehr schön. Transfiction kommt jetzt auch öfters mit dem Debuff auf die Gegner. Oder mit dem Fluch. So. Komm, nächstes Level. Einmal schnell, zügig. Movement Speed und Healed.
Kommt. Kommt ruhig alle her. So, wann kommen die Schildskelette? Die müssten doch jeden Moment kommen. Gut. Effekt on Hitchance. Ja. Da ist der nächste Übeltöter. Zack. Ach, erstmal kommen gepanzerte Skelettis. Zack, zack. Weg mit euch. Einmal kurz Platz machen. Sehr schön. Das war's. Hier kriegen wir endlich ein Item. Movement Speed Base Defense. Na, was kriegen wir? Die Handschuhe könnten wir nochmal oben reinschmeißen. Nochmal Einsatzhandschüchen, die wir sponsern könnten, ne? Sehr schön. Wir können jetzt die Schriftrolle einsammeln. Jep. Fragile Chance und Affliction Chance. Nehmen wir beides. Oh, wir schießen schön in beide Richtungen. Sehr gut. Zack. Und, nee, nicht so viel auf Hauptwaffe. Zeig uns mal was Schöneres. Damage. ...30% ist möglich. Wir halten uns gerade so die ganze Zeit nur auf 10%. So, mal gucken, wann das anfängt hochzugehen. Wann das wieder anfängt hochzugehen. Und dann auch hoffentlich auch oben bleibt. Zack. Slow. Kriegen sie auch ein bisschen slow. Ah, hallo. Oh, du bist ein richtig fixes Hündchen. Zack, sehr schön. Aber lange halten sie nicht durch, ne? Muss ich jetzt hier Agonie mit jedem einmal, dreimal quasi spielen, bis ich es freigeschaltet habe? Oder reicht das vielleicht tatsächlich nur einmal Movement Speed und dann müssen wir es halt einmal auf Stufe 3 durchspielen, ne? Ich hoffe, dass das funktioniert so. Weil sonst müssen wir mit jedem quasi viermal spielen, oder? Dreimal? Dreimal. Zack. Aber jeder hat so seine Spielweisen. Und funktioniert ganz cool. Macht Spaß. So, ich glaube, wir fahren zu wenig Schaden. Momentan sieht das zumindest so aus. Oh no. Die müssen schnell hops gehen. Genau, Attack Speed. Sehr schön. Die müssen schnell hops gehen. Mag die Magier absolut nicht. Sehr schön. Ah. Guck mal, unser Piercing ist noch nicht hoch genug. Oh, zu viele Magier. Weg mit euch. Oh, ein bisschen Schaden. Ja, nehmen wir. Check. Sehr cool. Jo. Ja, mal schauen. Vielleicht gibt es dann auch vernünftigere Brustpanzer. Wir haben ja, ich glaube, noch lange nicht alle Ausrüstungsteile gefunden gehabt, die es hier so geben müsste. Zack. Oh yes. Base Force and Damage. 10% nur auf die Hauptwaffe. Range, Movement. Oder vielleicht ein bisschen auf Force. Müssten wir eigentlich tiefer piercen, ne? Ob das jetzt tiefer geht,
also in die Massen tiefer reinläuft, geht, kann ich so gar nicht sagen. Ich habe jetzt keinen direkten Vergleich. Sieht aber trotzdem noch gut aus. Also es sieht nicht so aus, als ob wir irgendwie wenig Schaden fahren. Es kommen nur halt gerade wieder keine Gegner nach. Sehr schön. Crit Bonus. Hallo, du Megaschleim. Oh, krass. So. Also Slow haben wir auf dich drauf gekriegt. Wir brauchen auch noch das andere auf dir drauf. Dann kriegst du ja eigentlich erheblich mehr Schaden, ne? Ja, dann machen wir halt dich zuerst. Wenn du dich so in den Vordergrund stellen möchtest, wollen wir dich doch nicht vernachlässigen. Zack, jetzt ist dein Schild schon mal weg. Läufst auch ein bisschen schneller, aber du bist auch sehr fragil geworden dadurch. Weg mit den Magiern, die mag ich immer noch nicht. Ritschance, wie viel haben wir jetzt mittlerweile? 73 Umdrehungen. Wie viel hast du mittlerweile? 63. Jetzt hätten wir irgendwas, was nur auf die Hauptwaffe geht. Ne? Oh, guckt euch das mal an, was wir hier alles zurückgelassen haben. Ja, sehr schön. Magier weg. Oh, noch. Ach, das ist der Schleim. Er bewegt sich so langsam, dass er sich wirklich nicht fortbewegen wollte. Gut. So, aber jetzt. So. Fragil und Affliction Chance. Sehr schön. Fragil halt, ne? Fragil sorgt dafür, dass die alle ein bisschen schwächer werden. Oder einen erheblichen Teil der Rüstung verlieren. Zack, ein paar Level up wäre nicht schlecht erstmal langsam. Aber nicht alles auf die Hauptwaffe da. Attack Speed Main Weapon. Hm. Machen wir mal. Noch ein Levelchen. Sehr schön. Es geht schon wieder los mit nur auf Hauptwaffe. So, erstmal ein bisschen mehr auf alle Waffen. Zack. Die Hauptwaffe können wir immer noch. Genau. Multi-Hit und Area. Endlich ist das wieder da. Das war das zweite Levelchen, ne? Waren doch, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Jo, das war das zweite. Noch eins. Und dann können wir hier die eine Schriftrolle mal einsammeln. Dann müssten wir bis Level 3 Transfiction bekommen. Und dann geht es sowieso nur noch steil nach vorne. Also dann sind wir auf jeden Fall massentauglich. Multi-Hit. Nur die Hauptwaffe. Nehmen wir Movement Speed. Brauchen wir. Um uns durch Engpässe durchzumanövrieren. Zack. Oh, endlich wieder einer. Ja, das macht Spaß. Okay, dann ist das jetzt so. Nützt nichts. Sehr cool. Wie einer der bekannten Bosse halt, ne? Das ist jetzt, glaube ich, ein Elite-Gegner, weil er so gold leuchtet. Glaube ich zumindest. Oder das ist halt nur so ein Gold-Gegner. Base Regeneration, Movement Speed. Klar, nehmen wir. Aber viel halten die trotzdem nicht aus. So, ne? Zack. Nichts trifft hier aber auch. So, jetzt haben wir unten wieder so eine kleine Horde. Multi-Hit auf alles, das ist ziemlich cool. Sehr geil. Zack, zack, zack. Kommt schon.
Und Base Crit Chance. Ah, nur Hauptwaffe. Ja, dann müssen wir damit jetzt leben. Wir haben ja keine Weinfläschchen mehr. Also let's go. Einmal irgendeine Transfiction-Fähigkeit bitte nochmal. Nee, noch nicht. Movement Speed. Einmal fertig machen. Zack, zack, zack. Level 46, Viertelstunde. Ob das so gut ist, ich würde mal sagen, wir sind eigentlich ganz schön schlecht in der Zeit. Ob diese Erfahrungspunkt, dieses Erfahrungspunkt-Amulettchen irgendwie was gebracht hat. Ich wage es mal zu bezweifeln. Es gibt nochmal ein Rüstungsteil. Oh, die schnellen Skelette einmal kurz weg. So. Oh, da ist schon wieder so ein Skelettmagier. Gut, dass er weg ist und dann kommen gleich zwei neue. Crit Chunks, Crit Bonus. Base Damage und Range. Ja, Mann, ich glaube, Crit Chunks haben wir eigentlich ganz gut mit 65. Ne? So, was nehmen wir? Block and Healed. Für unsere Valkyrie, ne? Shield Maiden. Ich glaube, Shield Maiden ist eine männliche Valkyrie. Ach ja. Wir können das hier einsammeln. Crit Chance. Sehr geil. So, schauen wir nochmal ganz kurz. Das waren jetzt 10 Crit Chance. Hat hier 7 gebracht. Wir hatten 65. Hat hier 7 gebracht. Wir haben jetzt 88, also quasi jeder Hit ist Hit. Wir müssen schön auf Crit Damage gehen. Oh, da ist noch einer. Dich gönnen wir uns. Auf dich kriegen wir kein Fragil oder Slow rauf. Was ist denn da los? Boss, noch ein bisschen auf Crit Chance. Aber Crit Chance können wir ja mittlerweile vernachlässigen, genau. Transfiction ist maximal aufgelevelt. Jetzt nehmen wir die Phantomnadel. Ist auch ganz lustig. Die ist halt so ein Single-Target-Penetrator, ne? Sehr schön. Noch ein bisschen Attack-Speed allgemein. Ach, du Jammer. Deswegen mag ich die Magier nicht. Kriegt das immer nicht so sofort mit, dass die irgendwie auf mich schießen. Machen wir Movement Speed. Ich glaube, das war letzte Stufe. Dann ist es aus dem Pool raus. Und wir sind total fast im Moven. Reach Agonie Level 3. Oh, das war's? Ach so. Das ist dann währenddessen steigt man an Agonie Level für Agonie Level auf. Okay. Crit Bonus. Na gut. Ich habe diesen Balken bisher noch gar nicht realisiert. Das sehe ich jetzt erst. Ne, also mal gucken. Jetzt brauchen wir ein paar Skills für unsere blaue Magier. Habe ich nicht gesagt, ich mag keine Magier? Warum kommen denn dann auf einmal so viele? So auf einmal, so viele. Schlagartig. Und die Cap Range müsste jetzt aus dem Sortiment verschwinden. So. Dann. Ey. Sehr schön. Für Transfiction gibt es jetzt gar keine Upgrades mehr, oder was? Erstmal die Magier. Weg mit euch. Ihr Halunken.
Ja. Wir beziehen gerade richtig schön Schaden. So, jetzt können wir uns eigentlich diese Schriftrolle unten holen. Aber diese Masse an die... Oh yeah. Hallöchen. Dich wollen wir haben. Ja. Hier hat sogar tatsächlich was fallen. Nee. Das ist ja doof. Meteor Strike, Dragon Breath. Und nehmen wir das. Dann verbrennt es halt noch ein paar. Kein Thema. Effekt und Hitchance brauchen wir nicht. Obwohl, hätten wir doch gebrauchen können. Die scheinen wohl Resistenzen bekommen gehabt zu, haben. Dann hätten wir eine Chance von 75%. Also müsste zumindest 75% sein, weil das müsste das dritte Chance auf... Ne? Oder haben wir bisher nur eins eingesammelt? Dann müssen wir das auf jeden Fall einnehmen. Sehr schön. Kommen wieder irgendwelche Hunde. Und diese Höllenhunde. Tech Speed. So, langsam. Na komm. Du bist kein Gegner. Zack. Geht doch. Phantomnadeln. Multi-Hit und Area. Nächstes Mal können wir ruhig auch ein bisschen auf die Phantomnadel gehen. Wieder mal. Na, gab es da wieder einen Gegner? Ja, da ist der Boss. Oh. Ja. Sehr schön. Nichts. Arena Rifts dann halt, ne? Die sind ganz cool. Zack. Wow. Sehr geil. Damage. Zack. Läuft. Hihihi. Ja, das ist einfach nur cool. Das haben wir noch nicht so lange und das macht einfach nur... Das haut einfach nur wieder voll rein, ne? Die Fähigkeit ist richtig OP. Die werden sie bestimmt dann auch nerven, wenn sie das alles mit Stärken balancieren. Base Damage minus 10%, dafür Base Attack Speed plus 12%. Okay, machen wir. Zack, zack. Ja. Phantomnadel. Force and Range. Das macht halt Piercing, ne? Und Reichweite. Ja, die Nadel geht halt einfach auch ab, ne? Och, schade. Keine Weinflasche. Brauchen immer noch 5 Weinflaschen. Oder 5 Weine? Sind ja keine leeren Flaschen, so wie ich verstehe. Ja, ja. Bei Multishot können wir ruhig nehmen. Sehr schön. Pow, pow. Multi-Strike Area. Wir nehmen bewusst nichts von dem Rift, weil der Rift einfach sonst zu viele Kills wegnehmen würde, ne? Vor allem wollen wir erstmal unsere Phantomnadel aufleveln gleich. Ja, das ist auch okay.
Wir müssen einmal zu dem Fass. Nee, zu dem Eimer. Zack, zack, zack. Wow. Sehr cool. So, wie heißt das nochmal? Thornfall oder Thronfall ist durch, ne? Es kommen zwar noch die nächsten paar Tage weitere Folgen raus, aber die Aufnahme hat sich erledigt. Es ist sogar eine Folge mehr geworden. Wir haben halt noch eine eigene Challenge gemacht. Wenn ihr da noch weitere Challenges sehen möchtet, könnt ihr gerne in der letzten Folge in die Kommentare reinschreiben. Dann werde ich das auf jeden Fall berücksichtigen und versuchen mal durchzuziehen. Also ich werde dann auf jeden Fall mir nochmal zwei Stündchen dafür Zeit nehmen. Eigentlich sogar gerne, aber nur wenn ihr es sehen wollt. Möchte ich euch nicht aufzwängen, weil das ist dann eigentlich nicht mehr relevant für die Demo quasi. Weil die haben ja quasi die Demo zu einer Bezahlversion gemacht und daraus eine Early Access gemacht. Oh, wie geil ist das denn? Das ist richtig geil, wenn die ich ja jetzt auch noch Riftrollen fallen lassen, ne? Ja, wir müssen den eigentlich schnell wegschnetzeln. Zack, zack. Ja, Mann. Huch. Und wieder ein bisschen auf den Sack gekriegt. Nicht schön. Range. Area. Pow. Pow, pow. Pow, pow, pow. Ah, sehr geil. Den Ring haben wir noch. Oh, was sind das für Schuhe? While moving, gain attack speed bonus on your main weapon based on 25% of your movement speed burns. Bonus. Maximum of 50%. Gain attack speed bonus on your... Geil. Die schmeißen wir gleich in die Truhe rein. Die möchte ich, glaube ich, für alle in Zukunft haben. Sind, glaube ich, besser als die Schuhe, die wir jetzt anhaben. Ich hoffe, ich täusche mich da nicht. Und ich hoffe, ich habe das dann auch richtig gedeutet. Zack. Was nehmen wir? Dragon Breath. Ich hätte jetzt gedacht, wir kriegen jetzt Phantomnadel mal ein Upgrade. Aber nein. Irgendwie nicht. Warum ist dies so? Wir haben so viele Phantomnadel-Upgrades gemacht. Und kriegen Dragon Breath als Upgrade. Hm. Nehmen wir das. Wir haben zwar nur eine Feuerattacke. Okay, nehmen wir es. Pow, pow. Ah, diese Rifts sind einfach nur geil. Zack. Dafür 30 Area weg. Okay. Das riftet sich dann schneller, ne? Zack, zack. Schon ganz cool. Hihi. Und wie wir die halt immer wegpenetrieren. Auch mit diesen Rifts. Damage 40 Umdrehung, geil. Ziemlich gut. So, 6 Minuten noch. Jo. Die Skelette sind sehr schwach. Die kann man schön auf Masse killen. Endlich mal wieder ein goldener. Auch nur ein Skelett, ne? Na?
Krass, wir kriegen sogar Rift Upgrades vor Phantomnadel. Krass. Naja, dann haben wir gerade irgendwie einen Lack gespürt? Ich glaube, ich hoffe nicht. Hat sich gerade eben irgendwie so angefühlt, als ob der Charakter verzögert gelaufen ist. Ich hoffe natürlich nicht. Attack Speed, Range, Range and Area. Zack, zack. Ja, Mann. Schön in die Rifts laufen. Zack. Hihi. Ey, die Rifts, ne? Force and Range. Okay. Sei uns gegönnt. Zack, das war gut. Das war sehr gut. Einmal kurz. Alles weg. So gesagt, alles weg, ne? Zack. Yeah. Pow. Hammer. Also wenn wir hier auf die Rifts immer zulaufen und dann hin und her, dann kommt gar nichts mehr ran. Das ist ziemlich gut. Ey, das sieht doch irgendwie so aus, als lief es gerade eben irgendwie ein bisschen langsamer. War das wegen der Masse der Gegner oder der Projektile? Was war's? Base Regeneration ein bisschen hoch. Zack. Ein paar gelbe Gegner könnten wir noch gerne verkraften. Agonie 4 geschafft, ja. Okay. Welche Kriterien muss man denn erfüllen, um die Agonie... Nee, das ist einfach nur so ein Balken hier. Okay. Und das war's dann schon. Einmal bis auf Agonie 3 kommen. Und so gesagt dann einfach... zu Ende und fertig, oder was? Hier sind viele Rifts gerade. Pow, 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 pow. Krasse. Mist. Sehr geil. Zack. Ja. Nehmen wir noch mal ein bisschen Area. Ist ja nicht so, dass der Schaden irgendwie aufgeteilt. Ah. Weg mit dir. Sehr schön. Wir nehmen trotzdem die... Ja, okay, jetzt wollten wir sowieso die Schuhe eigentlich nehmen. Weil die doch so cool sind. Dafür müssen wir mal langsam zu dem da laufen, ne? Da habe ich jetzt Schaden von dem umgestürzten Ding da gekriegt. Nee, da kriegen wir immer noch keinen Schaden. Das Feuer ist also unser Feuer. Ist uns gut gesinnt. Und zack. Bisschen mehr Lebensregeneration. Ja. So. Was ist das hier schon wieder? Einmal 100 Gegner hier drinnen killen. Nichts leichter als das, sage ich dir. Sehr schön. Kommt mal ran hier. Tü-tü-tü. Einmal kurz stehen bleiben. Dann geht's weiter. Zack, 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 zack.
Ah, ehrlich. Rear and Damage. Nur positive Vorteile. Zack. So. Ich verstehe nur nicht, warum das Ding uns halt nicht noch mehr zeigt. Zack. Ja, die Boots. Bitte zuerst. Sekunden noch. Jetzt nur noch 48. Sehr schön. Haben wir den erlegt? Ist der schon down? Ging der so schnell? Huch. Ja, gleich ist es zu Ende, ne? Da schießen zu viele Bogen. Armbrust, Bogen und so. Ich meine zu viele Magier. Zack, zack. Hehehe. Sehr schön. Zu viele Giftschleime, die genau auf unseren Rifts sterben. Base Force, Base Damage, okay. Jetzt kassieren wir aber gerade richtig, ne? Alter. Rare, was nehmen wir? Attack Speed. So, wir gehen uns erstmal den Handschuh da holen. Oder die Hand. Also kann man ihn auch gut schnetzeln, ne? Einfach, wenn man so gut von ihm weglaufen kann. So. Pow, so haben wir mal einen Rift abgekriegt. Sehr schön. So, jetzt. Zack. Hihi. Ja. Also wir haben Agonie Level 4 erreicht. Aber sehr schnell. Was ist die letzte Stufe der Agonie und wofür brauchen wir das? Jo. Zack, zack. Okay. Zack, zack. Nein! Voll auf den Sack gekriegt zum Schluss. Aber wir haben jetzt alle Quests mit der Archer fertig. Was kriegen wir dafür? Mark of the Arrow. Unlocks Mark of the Arrow. Ja, okay. Na gut, meine Freunde. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.